Hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Ich bin wieder euer Iron Balls. Und ja, Freunde, was soll ich sagen? Ich komme nach Hause, ich starte als allererstes den Steam-Account, lade mir dieses Scheißspiel runter. Und erst dann war die Familie dran. Gott bin ich froh, es ist da. Herrlich, ich freue mich wie ein Cooler Geeks. Ich habe es in der Beta kurz angetestet. Ja, die Open Beta, die letztlich war. Hab mir einfach ein Bild gemacht von den Sachen, was die Leute so alles an bemängeln. Größtenteils ja diese scheiß Fahrzeugphysik, dass sie so mangelhaft war. Und ich habe vorhin schon mal kurz reingeschaut. Muss ich leider bestätigen, es ist immer noch ernüchternd. Hat sich nichts geändert. Jetzt halte ich erstmal meine Klappe. Und wir ziehen uns mal gemeinsam das Intro rein. Weil das finde ich schon geil. Jawohl, trockener Humor. Er untersucht. Untersuchte. Das geplante Ziel des Anschlags. Was die Bombe in der Botschaft nicht schaffte, wurde persönlich erledigt. Sandoval wurde entführt, gefoltert und getötet. Seine Leiche entsorgt. Wir konnten sie bisher noch nicht bergen. Unser Ziel ist. Ich möchte diesen kleinen Moment auch noch fix nutzen, um euch um ein kleines Auge zudrücken, zu ermächtigen und zu bitten. Ja, wie gesagt, schon in einem Kommentar habe ich schon erwähnt, ein großes Versandhaus hat meine bestätigte Lieferung noch nicht geliefert. Ich bin noch relativ knapp beschnitten im Moment mit meiner GPU, die ist ein bisschen an der Grenzen. Ich spiele hier auf Mittel- bis Hocheinstellungen. Das wird sich die Tage ändern, das verspreche ich euch. Iron Boss, du sollst die Klappe halten. Jawohl. Ich hoffe, es passt mit der Lautstärke ein bisschen. Psst! Sei still jetzt. Sagt's mir einfach in die Kommentare dann bitte. Dank ihrer Freunde in Mexiko haben sie auch eine Pipeline in die USA und Kanada. Das Kartell lässt sich nur stoppen, indem man es zerlegt. Und zwar Stück für Stück. Santa Blanca ist in vier Abteilungen organisiert: Produktion, Schmuggel, Sicherheit. An der Spitze steht El Jefe de los Jefes. Was sagst du? Boss aller Bosse. El Sueño. Die Tattoos sind sexy. Also in der Beta habe ich mir mal diese weibliche Protagonistin angeschaut. Jetzt kommt noch das nächste Intro. Das lasse ich einfach mal im Hintergrund laufen und ich versuche mal jetzt momentan das zu übertönen. Also in der Beta habe ich mir ja mal die weibliche Protagonistin angeschaut, einfach mal, weil ich mir das Kurvenmodell, das Charaktermodell anschauen wollte. Hier werde ich jetzt definitiv einen taktischen Bartträger hernehmen. Ne? Vollbart muss sein, ist ein Muss. Jawohl, machen wir. Da war einer mit Bart, herrlich. Ich feier das. Sorry für das Räuspern zwischenzeitlich, das muss ich jetzt loswerden. Meine Tochter hat so ein bisschen die Seuche aus dem Kindergarten mitgebracht in Form vom Reizhusten und ein bisschen dicken Hals. Meine Tochter ist wieder gesund, ich bin krank, herrlich, ich liebe diesen scheiß Kreislauf. Bitte ich drüber wegzusehen, ja? Es wird sich die Tage hoffentlich auch bessern. Gesundheit kann man leider nichts machen gegen. Wer wird denn auch mit dem Feuer spielen? Das macht man da nicht. Aber ich würde es tun. Ich find's geil. Oh Mann, was freue ich mich jetzt endlich loslegen zu können hier. Herrlich. Könnte ich ja fast im feuchten Schlüpfer werden.
So, also wie ihr seht, ne, ich habe schon mal ein kleines Stück angefangen gehabt, einfach mal um zu schauen wegen der Fahrphysik, ob sich das gehalten hat. Das ist leider immer noch der Fall. Ich werde jetzt hier einfach mal anfangen, einen neuen Charakter. Und hier werde ich auch einen kleinen kurzen Zeitsprung machen. Ich werde einfach pausieren, weil dieses scheiß Ladebildschirm, dauert so ewig. Ich weiß nicht, was er da alles lädt, ob dann die komplette Programmiertechnik im Hintergrund noch lädt und. So. Wo ist mein Charakter? Ich hätte ihn gerne auf der anderen Seite. Ja, drehen. Rechte Maustaste. Ich kann nichts drehen. Der ist irgendwie. What happens? Aber durch das Blau durchschimmern sehe ich den Bart. Ich sehe die geile Ray-Ban Sonnenbrille drauf. Ich feier das. Jawohl. Ja, ich weiß nicht, was los ist. Wenn das bei euch auch der Fall ist, sagt mir, gebt mir mal bitte Bescheid oder ob jetzt nur ich dieses Problem habe. Das würde mich mal interessieren. Ich werde jetzt einfach mal speichern und Charakter starten. So, hier macht man einen kleinen Zeitsprung, weil das dauert wirklich ewig. Wie gesagt, bin gleich zurück. Ich pausiere. Ich pausiere noch nicht, weil Schwierigkeitsgrad. Arcade ist mir zu wenig. Luftpumpe sind wir nicht. Extrem. John Rambo. Ist ein Filmidol, aber das passt nicht. Ich glaube normal, wir bleiben normal. Ich bin kein Pro, ich bin auch keine Hupe. Ich bin so der Durchschnittsplayer. So, und jetzt aber machen wir diesen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, Zeitsprung war. Jetzt sind wir wieder hier. Weiter geht's. Der Beat ist geil. Ich meine den Hubschrauber. Und wie ich das Gesicht feiere. Ich liebe das, diesen taktischen Bart. Aha. Ich werde in diesen kurzen Abschnitten immer mal ein bisschen meine Gusche halten, ja. Einfach damit ihr ein bisschen was von dieser Story auch mitbekommt. Storytelling muss ich jetzt nicht machen. Was sagst? Was jetzt? Jawohl, durchgesoffen. Jawohl, das kenne ich aus der aktiven Zeit. Die Kerle haben sich lieb. So muss das sein. Die muss mal ein bisschen schlafen gehen. Ich habe die hatten so ein paar Augenringe. Und wie kann es anders sein? Wir kommen an im geilen Bolivien und das Wetter ist scheiße. Ja, nicht vergessen, El Sueño oder wie man das ausspricht, ist der Boss des Kartells. Der mit den sündhaft geilen Tattoos in der im Ballon. Ich muss ein bisschen aufpassen auf meine Argumentation. Ja. Aber hey, die Dame auch, die hat was von Muschis erzählt. Ich hoffe, sie meint nur die Katzen. Jawohl. Briefing. Lasst uns absitzen. Briefing kassieren. Karte Kompass raus. Marschskizze zeichnen. Ab geht's.
Guck nicht so dunkel. Jawohl, das ist die Riffe. Aha. Richtig. Das Gesicht ist so geil, die Ray-Bans da drin und der Bart. Inklusive Rotzbremse unter der Nase. Sehr geil, sehr geil. Jawohl, so verstanden. Gute Jagd. Ei. Also wie gesagt, ne, nicht erschrecken. Ich spiele auf Medium High Settings. Es sieht dennoch gut aus. Die Tage wird's besser. Ghost Raccoon Wildlands. Wir sind da in Bolivien. Und das erste, was ich mache, ist zu El Beppo gehen, da unten um die Ecke, und werde mir eine dicke, fette Zigarre gönnen. Warte mal, was ist denn das? Da blinkt ja schon was. Munition aufnehmen brauchen wir nicht. Jawohl! Richtig. Ah, hier. Einfach geil. Ich glaube, wenn die neue GPU da ist, dann habe ich hier ein Porno für mein Augenlicht. Gut. Wir schauen mal auf die Karte. Wir müssen dahinter wackeln. Ist schon markiert. Finden Sie den Santa Blanca, Leutnant. Alles klar. Soweit weiß ich Bescheid. Und ich nehme hier den Toyota-Verschnitt oder da den Land Rover. Ich glaube, ich nehme den Land Rover. Na komm, Buddies, aufsitzen. Oh Gott. Jetzt habe ich es nicht gesehen. Wo konnte ich das Radio ausschalten? Ich hoffe, das kommt noch. Ja, das muss man ausmachen. Ich liebe das. Herrlich. Jawohl. Auf geht's. Gehänge auf den Tisch, Schwanzvergleich. Jawohl. Herrlich. Okay, wie ihr jetzt schon sehen konntet, ja, die Steuerung der Karre, das ist einfach schwammig, das ist einfach, ich weiß nicht.
Ein Tod muss man sterben. Und wenn es dieser sein soll, nehme ich das in Kauf, weil das Spiel ist einfach geil. Es gefällt mir. Ich find's hammermäßig. Aber die Steuerung ist halt wirklich ernüchternd, ne? Wie findet ihr das mit der Steuerung? Wäre geil, wenn ihr da mal was in die Kommentare zuschreibt. Würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Was sagt er hier? Angriffe fehligen, oder mal? Gibt's ja gar nichts. Angriff abbrechen. Und gibt's hier meine Zigarre? Ne, gibt's nicht. Passt das mit der Lautstärke auch? Lasst es mir gerne auch in den Kommentaren wissen. Ja, wie gesagt, mein erstes Live-Recording-Video jetzt, was ich mache. Ich möchte mein Bestes tun, um für euch zu gefallen. So, was sagt er? 300 Meter noch? Schauen wir mal. Ich glaube, hier ist gut. Aussteigen. Absitzen. Was ist das hier? Umgebungskarte. Wo ist mein Standpunkt? Gibt's nicht. Ah, hier, guck mal. Ach, er hat auch ein kleines Bärtchen. Wie heißt er denn? Weaver. Midas. Und Hold. Einführung, Aufklärung. Schauen wir mal. Drücken Sie Y, um die Drohne zu benutzen. Drücken Sie B, um das Fernglas zu benutzen. Habe ich eine Drohne? Aha. Wie weit kann die? Sync-Markierung. Aha. Das ist wahrscheinlich außerhalb der Reichweite. Das Flimmern. Ja. Gut. Aus das Ding. Den hole ich mir. Ich einer, ihr null. Auf geht's. Hab ich doch. Was zur Hölle? Seht ihr auch diesen komischen Dingeldraht hier oben? Das würde mich interessieren. Ist das bei euch auch so? So, ihr seht schon, diese abstrakte Form, was sich hier durch den Wind schleiert. Wo ist die Leiche? Lost. Einführung Simultanschuss. Wenn Sie ein Ziel an den drücken Sie Q, um es für einen Simultanschuss zu markieren. Erneut Q. Wenn Sie im Koop spielen, hilft. Ja, Koop möchte ich nicht. Ich möchte es allein genießen. Im Koop sind mir immer zu viele Pros unterwegs. Und sagen, du bist zu langsam. Aber genau das ist mein Style. Ich mag die Spiele genießen. Aha. Jawohl. 1, 2, 3. Feuer. Prima. 1A. Urban Combat Tactics, ja? Orts- und Häuserkampf. Nachschub markieren. Ja. Sprit als Nachschub ist immer gut. Der für die Autos natürlich auch. Was haben wir hier? Nachschub markieren. Medikamente. So, ziehen wir mal unsere Binox. Das ist der Arzt, der weg muss. Und den da hinten müssen wir eine vom Ballon prallen, damit er uns sagt, wo was ist. Uns gesehen oder was? Check. Und der andere jetzt? Danke.
Wo rennst denn du hin? Ich bin das Squad-Lead. Aber der ist steht gut. Den hauen wir jetzt eine vom Ballon. Ach, ja, leck mich doch an der Socke. Anstatt zu greifen, habe ich ein Blatt gemacht. Jawohl. Ich komme meinem Namen wieder alle treue Ehre. Ja, süchtig zum Spaß, inklusive Fails, addicted to fun. Jawohl. Gebt's mir dreckig in den Kommentaren. Ich freue mich drauf. Aber das ist mein Style, das ist mein, wie sagt man in der heutigen Jugend, das ist mein Shit. Oh ja, die Jugend, Gott hab sie selig. Ich möchte auch gerne mal 18 sein. Oh, was war denn das? Was hat er hier gehabt? Nee. Ich bleib beim amerikanischen Standard. Zumindest vorerst. So. Den nimmst du. Zielverteiler von rechts nach links. Ich nehme den. Jawohl, auferkannte Schütze. Feuer frei. Sehr schön. So, holen wir den Treibstoff. Hä? Treibstoff. Okay. Dieser Fortschritt wird gespeichert, der Missionsfortschritt also nicht. Außer das, was in Open World regulär passiert, wird gespeichert. Aber wenn du in den Missionen halt fehlst, da kannst du immer wieder zurücksetzen. Das ist gut. Speziell für mich. Tschüss. Hört ihr das im Hintergrund? Irgendwo haben sie hier gerade mexikanisches Zwangsabmunitionieren gemacht oder sowas. Oder die feiern Silvester verfrüht oder verspätet. Oder da gibt es eine kleine Diskussion zwischen einer kleinen Kindergartengruppe. Da war ordentliches Trommelfeuer gerade. Boing. Sorry, ich räume auf. So, halt, jetzt muss ich schnell gucken. Wie war Einstellungen? Nicht, dass ich den jetzt wieder umknall. Spiel, Tastatur, Controller, Tastatur und Maus. Sehr schön, hier nicht. Controller. Wo kann ich die... Ah, scheiß die Wand an. Werden wir schon hinkriegen. Der geht weg. Greifen. Verhören. Capron, was ist Capron? Jawohl, gute Nacht. Für die Kopfschmerzen hilft ein doppelter Wodka. Wieso rennt ihr runter? Erstmal spähen. Eins, zwei. Eins, zwei. Mehr sehe ich nicht. Den nehmt ihr. Den nehme ich. Falsch. Jawohl. Feuer. Hoppala, noch einer. So. Dann kriechen wir mal da unten rein. Und aufpassen, hier gibt es keine Zebrastreifen. Wer bremst, verliert.
Das ist auch bei denen. Oder da läuft ja schon wieder so eine Luftpumpe. So, was ist denn das hier? Diese grünen Punkte auf der Map. Mal gucken, was ist denn das? Fertigkeit erhalten. Drücken Sie M. 7 Fertigkeiten verfügbar. Ja, leck mich doch an der Socke. Alter Schwede. Waffe. Stabiles Zielen. Streuung beim freien Schießen. Trupp. Ich bin eher der Squad-Mensch. Wiederbelebungstempo. Brauchen wir nicht. Wir sterben nicht. Wir fangen die Kugeln und spucken sie da aus. Extra Simultanschuss. Erhöht die Anzahl der simultanen Schussziele um 1. Das heißt, wir können 3 nicht mehr nur einen Double Takedown machen, sondern wir können gleich 3 mit einmal. Das hört sich gut an. Körper. Ausdauer. Ja, braucht man. Ist ja nicht so, dass mir mein Körper egal ist, aber Ausdauer werde ich jetzt vernachlässigen. Objekte, Drohne werde ich wahrscheinlich eh im Moment nicht so gut. Meine Sprache verlässt mich. Ich glaube, ich brauche wieder ein geiles Kaltgetränk mit Hopfenzusatz. Egal, komm, wir nehmen das hier. Den extra simultanen Beschuss. Was haben wir hier noch? Ausrüstung. Ja, leck mich fett. Alter Schwede. Da könnte ich ja fast, aber nur fast, genau, feucht im Schlüpfer werden. Das muss ich mir später noch mal reinziehen. Guck mal hier, Disco Disco. Nachschub markieren. Was ist denn das? Musik oder was? Nahrung. Also diese grünen Markierungen sind wohl Lebensmittelversorgungspunkte bzw. Nachschubspunkte. Ne, sind sie nicht. Was sind das hier? Funkausrüstung. Jawohl. Ohne Funk kein Busch, ohne Busch kein Funk. So, Munition. Wieso kriege ich eigentlich? Aha. Also die Musik, die ist schon ein bisschen nervig. Wo ist das Radio? Da. Bzz. Aus. Erschreckt mich doch nicht so, dass du hier um der Kurve stehst, Mensch. Junge, 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 Junge. Mal ein kurzer Blick auf die Karte. Wo sind das Vorposten? Okay, das haben wir. Genau. Das wollten wir auch. Was ist das? Kingslayer-Datei. Hintergrundinformationen zu Bolivien der Fraktion Legenden. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist ja. Hier ist doch Munition noch, oder? Wie komme ich da hoch? Wo ist hier Munition? Hier ist Munition. Achso, das kann ich nur aufnehmen, aber das ist kein Versorgungspunkt. Okay, dann weiß ich das auch. Hier, guckst du dir an. Pokern. In der Sonne. Mit einem. Was ist das? Salidos, Desperados. Dokument nehmen. Also das finde ich ja schon ziemlich krass hier. Das ist bäh. Okay, gut. Schauen wir mal, wo müssen wir hin? Was ist das? Itaqua Alpha. Blitzreise. Unbekannter Ort. Unbekannter Ort. Was ist das hier? Blitzreise? Ist das von den Rebellen oder was?
zentraler Teil von Itakua. Ne, Schnellreise will ich nichts machen. Ich möchte gern die Gegend mit erkunden. Aber im Moment verfolge ich einfach mal noch diese Storyline, diese Nebenmissionen. Die können wir dann auch machen. Ich werde die ganzen Zeug hier alles noch erkunden. Itakua Bravo. Ja, ich glaube, das ist von den Rebellen in die Outpost, wo man sie quasi hinbeamen kann. Blitzreise halten. Wo kann ich denn noch überall hin blitzreisen? Ich kenne nur das Blitzdingsen. Okay, egal. Wir haben den Punkt gesetzt. Wir werden uns dann jetzt, glaube ich mal, in der nächsten Folge werden wir uns hier im Fahrbahn einen Untersatz suchen, weil ich glaube, diese kleinen Mopeden hier sehen vielleicht stylisch aus, aber bei dieser Fahrphysik, was das Spiel an den Tag legt, dann komm, lass uns mal testen. Ab dafür. Nein. Ich kann das nicht. Das lassen wir stehen. Also, ihr Lieben, hier machen wir einen kurzen Break. Es hat mich gefreut, dass ihr dabei seid. Es hat mich noch viel mehr gefreut, dass ich mit euch die erste Folge teilen kann. Ich hype das Spiel ja. Ich finde es geil. Generell finde ich dieses Open World Zeug. Ich finde, das ist geiler Scheiß. Lasst mir doch gerne mal ein paar Comments da. Direkt hier unten drunter. Sagt mir mal, was ihr davon haltet, ja, für mein erstes Live-Recording mit Kommentator. Und lasst mir auch eure Meinung auf jeden Fall dazu da, wie ich kommentiere, ja. Ob euch meine, ich nenne es mal, Argumentation gefällt, weil ich bin einfach nur authentisch. Ich rede immer so, bin ich gebrandmarkt aus vergangenen Zeiten noch. Ich möchte mich ungern verstellen, dem einen gefällt's, dem anderen vielleicht nicht. Und trotzdem danke, dass du zugeschaut hast. Ich bleib wie ich bin. Wenn es euch gefallen hat, dann haut diesen scheiß Abo-Button, da verpasst ihr nichts mehr. Ich habe mich gefreut. Und wo ist jetzt der Pause-Knopf? Da ist er. Also Leute, haut rein, bis dann, ciao, tschüss, eure Iron Balls. Und hey, immer feucht fröhlich durch die Hose atmen. Servus.